Menschen sind wie die Familie Allahs. Allah wird also jene lieben, die gut zu seinen Verwandten sind. In der letzten Sprache der zur Pilgerfahrt war auch hauptsächlich diese Botschaft enthalten. Er sagte: O ihr Menschen, ihr habt nur einen Schöpfer und ihr habt auch nur einen Vater. Hört mir zu: Kein Araber hat einen Vorzug vor einem Nicht-Araber und hat ein Nicht-Araber einen Vorzug vor einem Araber. Kein Rothäutiger hat einen Vorzug vor einem Schwarzhäutigen. Noch hat ein Schwarzhäutiger einen Vorzug vor einem Rothäutigen, es sei denn wegen seiner Gottesfurchtigkeit. Er sagte, dass die Menschen aus Lehm erschaffen wurden und Lehm sei eine minderwertige Sache. Wenn der Mensch sich stets an diese Sache erinnert, wird er der Hochmut fernbleiben. Dadurch können dann die Grundsteine für internationale Gleichwertigkeit und Bruderschaft gelegt werden. Ohne diesen Grundstein ist der internationale Frieden nur ein Traum. Zur Zeit unseres ehrbaren Propheten wurde in Medina ein kleiner islamischer Staat gegründet. Hierin waren alle Muslime, Juden, Christen wie alle Personen anderer Religionen und Gruppierungen gleichberechtigt. Ihre religiösen Gebete zu respektieren war die Pflicht der Muslime. Die Andersgläubigen wurden so sehr respektiert, dass einst ein Jude starb und sein Leichname wurde zum Friedhof getragen. Als der heilige Prophet sallallahu seinen Leichname sah, stand er vor Respekt auf. Die Menschen wiesen ihn darauf hin, dass es nur ein Jude sei. Er antwortete darauf, dass es ein Mensch sei und dass es unsere Pflicht ist, jeden Menschen zu respektieren. Es kam einmal zu einer Diskussion zwischen einem Juden und einem Muslim. Der Jude sagte, dass der Prophet Moses, Friede sei mit ihm, einen höheren Rang habe. Der Muslim aber sagte, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen höheren Rang habe. Der Jude trug diesen Streit vor Prophet Muhammad. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu dem Muslim: Gewährt mir keinen höheren Rang vor Moses, damit die Gefühle der anderen Gläubigen nicht verletzt werden. Obwohl es in der Lehre des Islams verankert ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Siegel aller Propheten ist und der höchste aller Propheten ist, wies er den Muslimen darauf hin, zwar diese zu wissen und daran zu glauben, die Gefühle der anderen aber dadurch nicht zu verletzen. Denn der andere respektiert seinen Propheten und sieht ihn als den Höchsten an, was auch sein gutes Recht ist. Um eine friedliche Gesellschaft zu schaffen, ist es außerordentlich wichtig, dass die Menschen gegenseitig die Religion und Kultur des anderen respektieren. An dieser Stelle möchte ich auch eine weitere Sache erwähnen, die meines Erachtens damit verbunden ist und aktuell ist. So wie unterschiedliche Religionen sich in ihrem Glauben, ihrem Gedanken und ihrem Verhalten etwas unterscheiden können, so können sie sich auch in der Kleidung unterscheiden, die sie tragen. Daher ist es wichtig, auch die Art der Kleidung der anderen Völker und Gruppen zu respektieren. Ausnahme bilden jene Verhaltensweisen, die in die Rechte anderer Menschen eingreifen und sie schädigen. Diese Rechtsverletzung ist im Islam auch nicht erlaubt. Ferner ist jeder Muslim an dem jeweiligen Gesetz des Landes gebunden. Es geht sogar noch weiter. Einer Überlieferung des Propheten zufolge heißt es: Es ist ein Teil des Glaubens, jenes Land zu lieben, wo man gerade wohnt. Und das Gesetz des Landes zu verfolgen, ist die Pflicht eines jeden Muslims. Islam erlaubt es nicht, sich gesetzwidrig zu verhalten. Wenn jemand der Meinung ist, dass die Landesgesetze gegen seinen Glauben gehen, hat er das gute Recht, dieses Land zu verlassen und irgendwo anderes hinzuziehen. Er darf aber das Gesetz nicht brechen und muss dieses respektieren. Die Kleider habe ich eigentlich nur als ein Beispiel genannt. Normalerweise schreibt kein Land der Welt vor, welche Kleider dessen Bürger zu tragen haben. Also darf jeder Mensch sich kleiden, wie sie ihm beliebt. Dieser Grundsatz konnte eigentlich auch die kontrovers diskutierte Kopftuchproblematik lösen. Der Gründer der Ahmadiyya-Reformgemeinde im Islam, Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian, auch als der Mahdi und der verheißene Messias bezeichnet wird, hat seine Gemeinde insbesondere auf diese Sachen hingewiesen.
Er sagte, ich möchte nicht, dass die Mitglieder meiner Gemeinde sich gegenseitig als größer oder kleiner erachten. Sie sollen weder hochmütig sein, noch andere als niedrig erachten. Allah weiß, wer groß ist und wer klein. Diese erniedrigenden Blicke beinhalten auch den Samen der Entwürdigung. Es ist zu befürchten, dass dieser Samen wächst und letztendlich diesen Menschen selbst ruiniert. Manche Menschen treffen einige Leute und behandeln sie sehr ehrenhaft, als seien sie große Leute. Groß aber ist jener, der die Armen und Hilfsbedürftigen ehrt. Wer die Armen trifft und für ihren Trost sorgt, wer auch die Worte der Armen respektiert, wer nichts sagt oder macht, wodurch er andere Menschen verlässt, wer seine Brüder nicht als niedrig erachtet, die unterschiedlichen Berufszweige oder Volkszugehörigkeit sagen nichts über den Rang eines Menschen aus. Allah hat diese Volksunterschiedlichkeiten lediglich als Erkennungsmerkmal erschaffen. Fazit, wenn man sich mit der Lehre des Islams befasst, stellt man fest, dass wir als Menschen uns gegenseitig zu respektieren haben. Wir müssen uns gegenseitig behilflich sein. Bei Religionsunterschieden muss die Religion des anderen respektiert werden und bei kulturellen Unterschieden müssen die kulturellen Bräuche des anderen respektiert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Imam Sahab.